Also. Ich kann das Spiel nicht steuern. Danke für diesen guten... Ach komm. Nee, die Zuschauer sind mir scheißegal. Ich versuche hier Spaß zu haben. Hallo. Und es geht auch nicht mit Zuschauern. Nein, die Folge kommentiere ich nicht. Das ist eine Stilfrage. Der Waschbär hat eigentlich gesagt, er wird dafür sorgen, dass ich mich verlaufe, aber ich glaube, ich werde mich doch nicht verlaufen. Ich glaube, ich habe keinen Bock auf die Typen, weil hier ist alles noch genauso wie davor, nur anders. Und deswegen gehe ich jetzt mal zurück, klatsche diese beiden Typen in der Hoffnung, dass sie mir Leben geben. Tun sie aber nicht. Pass mal auf, die nehmen mir einfach noch ein halbes Herz und das ist dann fies. So. Und jetzt war an der Stelle mal wieder komplett. Ich laufe jetzt mal zurück ins Dorf und sage so. Genau, das ist voll die gute Idee, das zu sagen. Ich frag mich nicht, was da gerade passiert ist. Ich weiß auch nicht. Ist das Haus, aus dem wir gekommen sind ursprünglich? Das ist der Shop, in den niemand reinkommt, der kein Schwert hat. Was habt ihr euch dabei gedacht, Mann? Oh Gott. Hä? Ah! Ich glaube fast, ich hab's verstanden. Nochmal, ja. Und ja, ich habe vorher alle meine Rubine zu verlieren. Nein, du wirst dich jetzt nicht runter bewegen. Nein! Oh! Ach Mann, du bist doch scheiße. Junge? Ja, fick dich. Danke. Aber du verdienst dein Geld mit dem Nichtglück der Leute. Mehr habe ich dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Das war ja genau das, was ich wollte, praktisch. Geil! Ich weiß nicht, was das ist, also muss ich es haben. Sammeln. Ah ja. Dann gehen wir mal zurück in den Zauberwald und verzweifeln dort. Ich habe gehofft, ich kann ja in dem Shop eine Bombe kaufen. Weil man kann ja in jedem vernünftigen Landsupermarkt Sprengstoff besorgen. Das weiß, ist ja allgemein bekannt eigentlich. Aber hier offensichtlich nicht tatsächlich. Also hey. Ich werde dich töten. Dich werde ich auch töten. Aber hey. Come on. Langweilig. Stirb. Ein Teil der Macht. Oh. So. Ja, ich spüre die Energie. Kann ich jetzt Steinzeug schlagen? Was? Das sieht fast so aus, als könnte ich jetzt Stein zerschlagen. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt Stein zerschlagen könnte, weil das wäre gar nicht. Dann könnte ich ja praktisch Stein zerschlagen, ne? Also voll praktisch.
Wahrscheinlich gilt es einfach nur, bis ich das nächste Mal getroffen werde und ich, oder nur für eine bestimmte Anzahl Schläge und ich zerstöre jetzt erstmal hier Gras. Oder sowas. Oder auch Baum, das geht natürlich auch. Aber an der Stelle können wir schon mal herausfinden, dass das nicht dafür gilt, wann ich nur gilt, bis ich das nächste Mal getroffen wurde. Ich mache jetzt deutlich mehr Schaden mit meinem Schwert, fällt mir auf so. Stürzt du das Teil der Macht? Die Frage ist nur, was kann dieser Baum hier? Lass mich deine Wunden heilen. Ja, heile mal meine Wunden, Bitch. So. Weiter geht's. An der Stelle war es mal wieder komplett mit dir, Gegner. Ja, tschakka, tschakka, tschakka. Da wird kein langer Prozess gemacht und tot sind sie. Tatsache, sie sind tot. Ich wollte dich hauen. Ich wollte wissen, ob ich dich jetzt zerschlagen kann. Mit meiner geballten Macht. Die dem Deutschen Reich würdig gewesen wäre. Keine Ahnung, aber... So, ist jetzt da hinten was? Nee, da ist immer noch nichts. Ich jetzt da reinlaufe. Nee, schade. Ich hätte gehofft, ich respawn. Da ist ein Fehler im Spiel und ich respawn auf der anderen Seite, weil das wäre geil gewesen. Aber hey. Aua, ich dachte, ich habe jetzt einen Teil der Macht und ich kann diese Goblins one-hitten. Das wäre geil gewesen. Hallo. Lass mich Goblins one-hitten. Hallo. Das ist doch fies. Außerdem hätte ich gerne die Option zu hüpfen. Ich kann dir nicht sagen, die Option wäre schon geil. Ja, natürlich werde ich das nicht hochheben. Aber ich will doch nur irgendwo hin. Kommt jetzt. Es muss hier irgendwo komplett offensichtlich sein. Aber ich finde es nicht. Dadurch, wenn ich gehe, da ist so ein Weg. Da ist so eine Hexe, die will von mir, dass ich einen Pilz besorge. Richtig? Richtig. Ich brauche ihn bald, den Pilz im Wald. Und nach dir fix einen Zaubermilch. Nach dir fix ein Zaubermix. Ach, mach dir fix einen Zaubermix wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt. Pilz im Wald, was heißt das? Aua? Pisse? Genau, der macht immer noch viel zu viel. Kann ich den da reinschubsen? Das ist jetzt nicht Tierquälerei oder sowas. Ich will den da einfach nur reinschubsen. Lauf dahin. Nee, kann ich nicht. Perfekt. In die Richtung ist Sackgasse? Es ist eigentlich in jede Richtung Sackgasse. Also, irgendwann halt. Aber, das Problem ist, es muss in irgendeiner Form, an irgendeiner Stelle muss es hier einen Weg hinaus... ergeben, der mir irgendwas bringt, aber ich finde ihn einfach nicht, weil ich doof bin. Also dumm wie Scheiße, um ehrlich. Genau, und fett. Sehr gut, das hätte ich fast vergessen, David. Stopp. Du hörst doch einen Ton, ne? Ich höre schon Ton. Wie? Ich habe gute Ohren. Da ist so Baum. Ja, das ist total leise, ob wir raus. Ja, ich weiß schon. Ich höre das auch nur total leise, aber das reicht mir. Genau, das Problem ist in der Höhle da. Da komme ich auch nicht weiter. Und, genau, da habe ich wieder einen Teil der Macht erhalten. Energie, aber ich glaube, das ist mehr so ein Stern-Item aus, so ein Stern-Item aus Super Mario, weil das hält einfach nicht dauerhaft. Das ist richtig sad life, Mann. Ja, Mann, richtig sad life. Wie ich gesagt habe, eigentlich. Also, da ist der Ausgang. Den will ich nicht. Ich will mir so ganz tief rein. Und endlich mal hier so finden Ausgang-Dings. Das ist wieder der Waschbär.
fick dich. Ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Ja, der ist äußerst sensibel, was Staub betrifft, ne? Also immer schon respektvoll sein oder sowas. Keine Ahnung, was der von uns will. Ich würde mich verlaufen. Ich sorge dafür. Hey, verlaufen. Alles klar. Mit dem... Ich habe mich jetzt nicht direkt verlaufen, weil ich weiß wohl genau, wo ich bin, aber hey. Ich kenne diesen Wald inzwischen in- und auswendig. Weil ich hier überall schon lang gelaufen bin. Außerdem... Weiß ich schon, dass das mich hier nicht zum Schlüssel führen wird, also hey. Lass mich in Ruhe, Waschbär. Da die Monster hier, Gegner hier, die mir scheißegal sein, die hier klatsche ich kurz mal, weil ich muss. Hey, Schleim. Schleim! Stirb jetzt. Route. Schleims ficken. Verzweifeln, wenn man da nicht lang kann. Ich frage mich, was das sein soll hier. Das muss doch eine Kiste sein oder sowas. Irgendwas in der Art ist es. Komm. Kann mir hier niemand erzählen, dass sich hier um keine Kiste handelt. Fickt euch, Fledermäuse. Fickt euch. Ich laufe hier über Einsturzsteinplatten und so, nur um diese Fledermäuse zu töten. Weiter. Raus hier. Ein Goblin besiegen. Ne, die Gegner, von denen will ich gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich will mehr so... Hä, sag mal, als ob die hier, die Bewohner hier haben ja auch keine Ahnung von ihrem Zauberwald. Aber, hä? Es hieß, ich muss hier einen Schlüssel finden. Und jetzt bin ich schon verzweifelt. Das ist der erste Akt des Spiels im ersten Dingenses und ich finde es einfach nicht. Also ich habe mich ja nicht verlaufen in den Wald, ich finde ja raus. Aber das Problem ist mehr so, ich finde hier auch nichts Sinnvolles. Komme ich raus. Vielleicht muss ich erstmal wieder raus aus dem Wald und das ist hier die Challenge gewesen erstmal. Und ich erkunde hier erstmal das Dorf. Ich gehe jetzt da hoch. Tschüss. Ja, mach doch. Also hey, schnell Knöpfe drücken kann ich.
Als ob er mir jedes Mal erklärt, wie zu angeln. Der hat keine Chance, wird aber nur 10 Rubine wert sein. 5. Kann ich nicht einfach das Huhn töten und dann wacht der Windfisch auf? Irgendwas in die Richtung? Ich bin immer vorne. Kann ich nicht. Hä, was macht. Lieben und zu singen. Darin ist in den Wald gegangen. Tatsache, er ist in den Wald gegangen. Ich will den doch nicht bewegen, Mann. Ich sollte vielleicht aufhören, planlos die Insel zu erkunden. Aber hey. Guck mal, da ist Gras zum Schneiden. Ich bin addicted zu schneidigem Gras. Zaubermuschel. Komplett untalentiert und nutzlos hier in dem Game, das merke ich hier direkt. Sehr passende Analyse, das ist super. Die Frage ist nur, wo ist jetzt dieser Schlüssel in Zauberwald? Jetzt ernsthaft, Mann. Da, erste Gegner. Bam, bam. Und, hallo. Und aufhören hier zu respawnen. Junge. Pien. Herz für mich. Danke. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Mann. Da geht's da lang. Da geht's da lang. Das weiß ich schon. Das ist ein Dead End. Da geht's nach unten. Das bringt mir aber gar nichts. Da geht's wieder da lang. Da geht's da lang und da müsste es irgendwo hochgehen. Und das da oben bringt nichts da. Er meint immer, er wird dafür sorgen, dass ich mich verlaufe. Im Endeffekt, ich schneide hier jetzt mal alles Gras nochmal ab. Ich will wissen, was hier. Hier gehen seltsame Dinge vor. In diesem Wald. Und ich will wissen, ob ich hier irgendwas machen kann. Äußerst effektiv, empfindlich gegenüber Staub. Das könnte sein, dass der Typ der Boss ist von diesem Wald oder so. Das Problem ist, ich kann nichts mit ihm machen. Bedeutet, dass das hier quasi der Anfang ist von dem Wald. Die heilt jetzt erstmal meine Wunden. Aber dann verschwindet sie immer. Und ich kann nichts tun. Das hier sind Gegner, einfach nur, mit denen kann ich nichts tun.
Bis hier links. Aber bin ich auch irgendwie. Das ist doch total komisch. Es muss doch hier eine Möglichkeit geben, irgendwie so erfolgreich zu sein oder sowas. Success. Woo. Die Dinge sagen mir immer, ich soll hier. Genau, das ist der andere komische Punkt. Hier taucht nach kurzer Zeit der eine Fisch auf und greift mich an. Ich kann mich aber nicht gegen ihn verteidigen. Ich kann mich aber nicht gegen ihn wehren und ihn töten. Das ist sehr seltsam. Und da geht's immer zu der Hexe, die den Pilz will. Da kann ich da durch, dann kann ich da hoch, dann kann ich da zur Seite. Da zur Seite ist für mich auch ein Dead End noch. Moment. Da kann ich nicht lang. Also das ist ein Dead End. Ich will gucken, wo ich da lang gegangen bin und wo ich weiß, dass ich nicht mehr lang gehen muss. Ja, ich habe einen Verdacht, ich übersehe hier einfach die ganze Zeit nur irgendeinen Weg. Und das wäre dann bitter. Ach komm schon, wenn sie mich jetzt replacen, dann bin ich sauer. Also, da. Ach komm, ich wüsste gerne, wo ich da rausgekommen bin. Zauberwald. Vor allem einen Typ da, den suche ich ja. Genau, jetzt sagen sie mir gar nicht, du bist hier Dings falsch oder so, sondern sagen mir einfach, da nach unten ist auch ein das ist das Dead End. Oder? Hä? Was ist das? Eine Höhle nach unten? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das rein. Ich überprüfe das jetzt eins nach dem anderen. Höhle nach unten. Danke. Und hier sind vier Löcher hintereinander. Was ist das? Macht gar keinen Sinn. Da ist die Quelle der Fee. Da sind die Fuzzis. Wenn ich da nach unten gehe, dann bin ich Quelle nach. Dings nach oben. Das macht keinen Sinn. Das ist für mich ein Dead End. Das bedeutet, nach rechts brauche ich gar nicht zu gehen. Da kann ich nichts tun. Das heißt, dass nur noch zwei Wege übrig bleiben. Und zwar der nach oben, der zu dem Waschbären führt, der äußerst sensibel ist, was Staub betrifft. Ich werde mich verlaufen, dafür sorgt er. Wenn ich nach oben gehe, sie wollen verhindern, dass ich nach oben gehe. Kann das sein? Hier bin ich wieder nach rechts. Aber da treffe ich wieder auf den Waschbären. Sie verhindern, dass ich da nach oben kann. Das bedeutet, meine Mission ist es, da nach oben zu kommen. Okay. Hauptbefehl, darf ich das erst im nächsten Part rausfinden, Leute? Also guckt euch nochmal diese sexy Fee an. Oh, das ist schon weg. Ciao.